Seid gegrüßt, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ja, hier sind wir mit dem 14. Part des Let's Plays Breath of Fire 3. Wir laufen direkt los und werden noch mal so ein bisschen einkaufen oder auch nicht. Wir gucken jetzt mal. Wobei 47 Vitamine. Okay, gut. Hat sich erledigt. Jetzt werden wir zum Leuchtturm gehen, um diesen zu reparieren, damit das Schiff wieder nach Rapala zurückkehren kann. Bin ich ja mal gespannt, ob das des Rätsels Lösung sein wird. Da bin ich jetzt erstmal hier in den Leuchtturm. Keine Musik, aber dafür das Meer hören wir rauschen. Und wir bekommen es direkt mit neuen Gegnern zu tun. Hoffe ich mal. Nee, doch nicht. Bomber, die aus der Müllkippe, aus der Müllhalde. Die nicht mehr so widerstandsfähig gegen uns sein dürften. Gut. Sehr schön. So, hier gehen wir hin. Automatik. Und kurz auch einen Schluck aus dem Energy Drink. Sehr schön. Wundervoll. Und das dürfte es dann gewesen sein mit den Bombern. Und wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel EP, um ins nächste Level zu gelangen. So, dann gehen wir einfach mal hier oben lang. Da ist nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da haben wir eine Kiste. Und da ist eine Stahlkiste gewesen. Hier ist nichts. Das heißt, wir gehen mal so ein bisschen rum und durchsuchen. Ja, das Außengelände. Auch Vampir. Na gut, Absaugung hat sich halt so sehr gelohnt, weil er auch gar keine volle Energie hast. Gut, Rio, mach das Rennen. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ernsthaft? Nina gibt dir den Gnadenstoß. So, und dann gucken wir mal, was uns jetzt hier im Leuchtturm selbst erwartet. Okay, hier kommen wir soweit nicht weiter. Gucken wir mal hier. Nee, auch nicht. Dann gehen wir mal nach oben. Durch jeden Winkel mal durchsuchen. Und immer wieder unterbrochen werden, ganz wichtig. Ach, der Donner. Der Donnerbrecher. Kann aber auch nicht mehr wirklich viel. Also bisher haben wir jetzt noch keinen neuen Feind getroffen. Schade eigentlich. Ist eigentlich eine einzige Zeitverschwendung. Soweit. Okay, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier oben lang oder? Ja, wir gehen mal hier nach unten. Mal auf die andere Seite. Jetzt aber nicht hier wieder Schwächlinge. Oh, etwas Neues. Ein Geist. Wir nutzen einfach mal den Taifun. Weil Blitzmagie sollten wir nicht nutzen gegen die Donnerviecher. Sehr schön. Oh, das kennen wir ja noch von den Geistern aus der McNeil Villa. Genau das gleiche machen die auch wieder hier. Oh, und die ganze Gruppe pennt. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay, macht er auf seine Gruppe Ruck und schadet damit dem Geist. Komm, wach doch auf, Mensch. Ach, Mensch. Das nervt. Jawohl. Partei wacht auf. Ja, Vitamin halt, ne? Och Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Okay, nach dem Kampf muss ich mich heilen. Sehr schön. Einmal volle Heilung. Boah, ich kratze hier fast ab, ey. Jawohl, Nina ist aufgewacht. Doch so viel. So, komm.
Nicht, dass ich hier nachher noch ein zu niedriges Level habe für den Leuchtturm. Okay, der Geist ist besiegt. Ein bisschen Husten zwischendurch. Und dann gehen wir jetzt mal hier die Treppe runter. Hier war, glaube ich, eine Kiste, ne? Ja. Mithril-Schild. Neues Ausrüstungsschild. Ja. Alles gut. Das Dämonensäbel können wir auch verkaufen. So, gehen wir einfach mal hier lang. Sieht jetzt so aus, ob wir hier von dem Turm wieder weggehen. Ja, komm, sie kriegt ein Vitamin. So geht's doch. Wundervoll. Aber scheiße, der Ruck, der fügt doch noch sehr gut Schaden zu. Von beiden, von den blauen Viechern. Also noch nicht unterschätzt mit dem Level. Und die sind leider sehr schnell dran. So, tschüss. Nina hat sogar einen Extrazug. Und haut ihn sogar noch kaputt. Das ist wunderschön. Ah. Nina kriege ich jetzt aber auch erstmal ein bisschen Heilzauber spendiert. Jetzt. Beziehungsweise eine Heilung spendiert. Mit einem Vitamin. Meine Güte, wie weit geht das denn hier noch? Okay. Boah, geht einer auf Nüsse, ne? Ohne Spaß. Drei Vampire. Scheiß Rachetreffer hat nichts gebracht. Ne, das hätte nichts bringen, da war ja klar. Ja, und jetzt verpissen die sich natürlich. Ah, oh, wenigstens zwei erwischt. Dann nur mit 37 EP, das ist gut. So. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir jetzt da oben hin. Und finden einen Sack. Schwarzes Auge oder Schwanauge? Schwaug. Ich sag einfach mal schwarzes Auge. Och, Mann. Also hier liegt auf jeden Fall Zeug rum. Relativ viel. Ah, dürfte eigentlich erledigt sein jetzt. Jo. Sehr gut. Ich meine, was Gutes hattet ihr. Es gibt natürlich ein paar EP. So, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir hier hoch. Und hoffen wir mal, dass wir hier richtig sind. Dann. Okay. Ja, hier scheint es reinzugehen in den Leuchtturm. Ich habe jetzt auch mal in meiner Playlist nachgeschaut. Im ersten Breath of Fire Teil, da gab es auch was mit dem Leuchtturm. Muss ich extra nochmal nachgucken, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob das jetzt beim ersten oder zweiten Teil war. Aber war beim ersten. Der Part heißt sogar die Sache mit dem Leuchtturm, glaube ich. Deswegen hatte ich da auch so ein Déjà-vu, was das angeht. Ich habe wieder ein bisschen Knete hier nach dem Abenteuer. Gut. Dann haben wir wieder eine Kiste. Und wir gehen rein in den Leuchtturm. Eine schöne Dungeon-Mucke. Halt. Lies bitte das Schild. Lest über Krüss. Über den Krüss. Mhm. Gut. Den Heizkessel. Mhm. Okay, so viel haben wir auch schon. Also wir müssen Chris finden und in den Heizkessel reinfüllen, so gesehen. Und dann, wenn sich der Druck stabilisiert hat, das Ventil öffnen. Und dadurch verdampfen das Chris. Und dann gehen wir zum Schaltventil über.
Damit können wir dann die Durchflussrichtung des Chris lenken. Und jetzt gucken wir mal auf Verschiedenes. Ach, wie schön. Das heißt, wir müssen uns den ganzen Krempel auch noch selber kaufen. Aber hier dürften wir jetzt auf jeden Fall neue Gegner treffen. Oh, Gespenst. So, hier gehen wir jetzt mal auf die Wurfattacke. Und der Geist setzt direkt Schlaf ein. Na super. Naja, wenigstens pennt Nina nicht. Oh oh. Scheiße, ey. Entmutigen? Oh, das sieht da ziemlich mies aus. Oh, Magiepunkte gestohlen. Dieses kriminelle Element. Und Nina hat alles hier gerettet, das ist gut. Oh, es gibt 110 DP, ist auch schön. Und jetzt gibt es erstmal wieder Heilung für alle. Ah, vielleicht hätte ich doch mal lieber mit Vitamine eindecken sollen. Ich mache mal lieber einen Safe State. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich laufe einfach mal groß rum. Dann mal hier hin. So, hier haben wir dann die Luke, in denen das Krüsserz eingelegt wird. Okay. Alles klar. Das heißt, hier haben wir auch direkt wieder ein Rätsel am Start. Mit der coolen Dungeon-Musik. Also, das ist auf jeden Fall hier der nächste Dungeon, der Leuchtturm. Das Gute an diesem dritten Teil ist natürlich, dass jeder Dungeon gefühlt ein anderes Lied hat. Also sind wir auf der anderen Seite gelandet. Gut. Und der forscht das Ding hier mal weiter. Ah, EP. EP, EP, EP. Ja, wir machen den Geist erstmal platt. Und die scheiß Fledermäuse sind natürlich zuerst dran. Mann, 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 Mann. Ach, Mann, hätte der die nicht platt. Hätte Nina die nicht platt machen können. Dann halt das nächste Mal. Okay, danach dürfte es das gewesen sein, wenn Nina jetzt noch eine Wurfattacke macht. Ja, und jetzt verpissen die sich natürlich. Die Feigensäue. Machen erst die Rambule und dann hauen sie ab. Scheiß Fledermäuse, ey. Diese Pussys. Einfach mal hier. Ach, jetzt gehen wir hier wieder raus. Ach, da ist noch ein anderer Eingang, okay. Ach nee, hier ist so eine kleine. Jetzt hab Eckchen. Ach, mit dem Krüss. Das heißt, wir finden hier drei Einheiten Krüss, die wir auf jeden Fall benötigen. Gut, dann gehen wir gleich mal zum Maschinenraum, um das Krüss einzufüllen. Nachdem wir gekämpft haben, natürlich. Und dreimal dürfen wir das falsch machen, ansonsten müssen wir Neues kaufen. Dann setzen wir mal einen Simon gegen den ein. Ja, ist gut. Jetzt möchte er uns wieder MP stehlen. Außer wenn hier ein schwarzes Loch reingezogen wird. Ja, und ihm gelingt das natürlich noch. Ich weiß gar nicht, was der in der Hölle mit MP möchte. Ah, jetzt sind wir wenigstens wieder auf 1000 Zenny fast. So. Dann füllen wir doch erstmal das Krüss hier ein. Ich glaube, mit Momo machen wir das. Ja. Möchte ich gerne einlegen, genau. So. Und jetzt gucken wir mal. Und damit wir das nicht nochmal machen müssen, mache ich ein Save State. Und dann gucken wir mal den Hebel. Auf den Hebel. Muss ein bisschen warten. Wo
Hier hat es nicht geklappt. Nee. Wir müssen auf jeden Fall auf den Grafen gucken. Nee, wieder falsch. Wenn dieser komische Punkt diesen roten Rand trifft, am oberen oder unteren Rand. Ah, jetzt haben wir es richtig gemacht. Und jetzt läuft das Krüss richtig durch. Und da sieht man auch... Da sieht man auch das Krüss durchlaufen. Und Momo traut sich nicht runterzuspringen. Naja, gut, ist ja auch nicht schlimm. Nina hätte sich da, glaube ich, getraut. Ich meine, die springt einen Berg runter. Da wird sie sich sowas auch locker trauen. So, dann müssen wir jetzt nur die Richtung des Krüss lenken. Ja, ja. Und jetzt hat der Gegner auch die Initiative. Ja, ich mache das jetzt so. Nina macht eine Wurfattacke. Und dann setze ich gleich irgendwie einen Gegenstand ein, der Flächenschaden macht. Bevor die sich wieder verpissen. Mein Gott. Das ist aber mal gut hier, ey. Habe ich hoffentlich noch was, ne? Oh, shit. Hab gar nichts mehr. Tja. Oh, jetzt hauen sie ab. Ernsthaft. Jetzt hauen sie gleich nacheinander ab, wenn sie Schaden bekommen haben, ne? War klar. Und kein EP für mich. Scheiße. Das ist natürlich blöd. So, jetzt haben wir jetzt 20 Minuten fast aufgenommen. Zumindest haben wir jetzt hier schon... den Grüßfluss zum Laufen gekriegt. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da müssen wir den Christus, glaube ich, einmal hier umlenken. Aber wir gehen erstmal nach oben. Wir gehen erstmal hier lang. Vielleicht haben wir hier noch was. Oh, jetzt machen wir das Gespenst mal so fertig. Oh, nimmt kaum Schaden. Und klaut uns schon wieder MP. Dieser verdammte Mistbeutel. Nicht gut für Nina. Ich hoffe, ich kann mich da irgendwie mal ausruhen. Allerdings haut er nicht ab. Puh, ja. Gut. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier ist nichts. Warte mal. Okay, ich bin aufgeladen soweit. Gehen wir mal hoch. Boah, Junge. Was ist das denn? Aus wie ein Drache, der irgendwas hält. Hier ist etwas. Ja, was ist das denn? Oh, oh. Was ist denn da Seltsames? Ich mach mal lieber einen Safe State. Ach, da gibt's doch nicht. Ich möchte doch jetzt nicht kämpfen. Ich möchte wissen, was das ist. Nö, komm. Das möchte, hab ich... Ach, das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch echt nicht sein. Ich... Flüchte gefühlt nicht einmal. Nö, jetzt möchte ich flüchten. Leck mich. Sonst flüchten die scheiß Fledermäuse und jetzt möchte ich mal flüchten, dann geht das nicht. Nö, sehe ich gar nicht ein. Was ist das? Na, gefährlich sieht es jetzt gerade nicht aus. Na, aber lasst euch nicht davon täuschen. Das kann täuschen. So, jetzt werden wir erstmal hier den Hebel umlenken. Die Krüssrichtung verändern. Und dann gehen wir da oben lang. Gucken wir, wie wir da hinkommen nach dem Kampf. Ein Gespenst. Ja, komm, weißt du was? Wenn du uns schon die MP klaust, dann kann ich die auch verpulvern. Hat eine Scheiße, ey. Blöder Geist. Und Schuss. Aber war ich jetzt so gefühlt 3-4 vom Platt, dann hat Momo schon Level up. So, dann gehen wir hier nach oben.
Oder auch nicht. Ach, da haben wir wieder eine Kiste. Traumring. Ah. Wahrscheinlich ein Gegenstand, der bewirkt, dass wir nicht einschlafen. Jo. Schutz gegen Schlaf. Alles gut. Ne, dann bist du doch oben lang. Boah, dann dieses Gespenst wieder. Ne, boah, ne. Und dann noch zwei davon. Hau mal ab, ey. Komm. Ich muss mir mal ein paar MP aufbewahren hier. Habe ich nichts, was die MP regeneriert hier oder was, ey? Erhöht Spielaktivität, ja. Rio. Lebenssplitter hebt Max SP. Okay. Käse. Gut. Na, gehen wir einfach mal hier unten lang. Und hoffen, dass das hier richtig ist. Boah, immer wird man hier unterbrochen, ne? Das ist unglaublich. Ja, Geist ist okay. Die kann man wenigstens mit Waffen bekämpfen. Na, pennt Momo und Ryo ein? Wahrscheinlich, ne? Nina ja nicht, die hat jetzt den Traumring an. Ne, tatsächlich keiner. So, dann trefft wenigstens. Wunderschön. Oh ja, das ist gut. So lobe ich mir das. Weiß aber auch ein Part, ey. Ja, Momo ist bald soweit auf Level 15. Dann gehen wir einfach mal gleich hier hoch. Tinte. Okay, dann legen wir den Hebel da oben. Dann wird das Chris weiter nach oben geleitet. Na komm, den machen wir so fertig. Komm, du hast uns herausgefordert. Jetzt hau bloß nicht ab. Gib mir nämlich ein bisschen auf den Sack, diese scheiß Fledermäuse. Wie man vielleicht an meinem Stimmton hören kann. So, weg mit dir. Husch, husch. Geben leider wenig EP und wenig Geld. Da stimmt das Verhältnis leider gar nicht. So. Okay, dann gehen wir nach oben. Ja, Moment. Machen wir lieber so. Das ist zwar leicht verschwenderisch, was ich hier gerade treibe. Aber ich weiß es nicht. Ich habe so ein Gefühl. Das komische Ding da. Was da gerade stand, mit den Händen da oben. Das ist, glaube ich, sehr angriffslustig. Da kommen wir auch nicht vorbei. Und die Kirchenglocken läuten hier schön. Nina, hat du den Traumring an? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist bekloppt. Och, das kann doch nicht wahr sein, oder? Vielleicht hätte ich lieber gar mitnehmen sollen. Naja, egal. Kommt dann zum nächsten größeren Abenteuer mit. Ist das halt so. Sehr schön. Bombe 1 ist platt, ist gut. Ist richtig, du Mario. Meine Güte, jawohl, so muss das doch. Endlich kommst du mal aus dir. Ach, das ist doch nicht wahr. Und immer wird man aufgehalten. Immer irgendwie. Jetzt hau bloß ab. Oh, Momo hat jetzt endlich Level up. Jetzt haben wir nicht genau auf die Werte geguckt. Ist egal. So. Da will man wieder rausgehen. Jetzt mache ich hier mal ein Safe State. Und jetzt? Komme ich da jetzt überhaupt? Komme ich jetzt wirklich nicht vorbei? Ich weiß das nicht. So, ich komme da vorbei. Was passiert jetzt? Was ist das?
Oh, ein riesiges Auge. Ein riesiges Auge mit mehreren größeren Augen. Oh, und der kleine Drache hat halt als Halterung gedient. Etwas stimmt nicht. Och, würde ich auch sagen, ne? Das heißt, wir haben hier einen Bosskampf. Super. Und wir haben kaum MP. So. Das heißt, sie übernimmt jetzt den Buff. Und Rio geht direkt in die Drachenform über. Guck mal, wir haben jetzt das Donnergehen. Wir probieren jetzt mal ein bisschen aus. So einfach ist das. 46, okay, solide, würde ich sagen. Aua! Tut doch weh. Scheiß Auge. Kittekat! Der Kittekat-Zauber, so. Erstmal kriegt Rio, gleich kriegt Nina das. Mal gucken, welche Drachenform ich annehme. Denn die Drachenform, die sich Drache nennt. Aber ein grauer Drache sieht cool aus. So. Was haben wir denn hier jetzt? Jetzt nehmen wir mal Taifun. So, machen wir das. Oh, Donner, Frosthauch. Donner, Hauch, Donnerklaue, Frostklaue. Wir nehmen mal die Donnerklaue, die sieht gut aus. Verpulver schön deine MP, ist egal. Müssen wir das Beste draus machen. 32, naja. Ist nicht so stark. Kriegt jetzt den Kittekat-Zauber, danach kriegt Momo den. Und wir probieren jetzt mit Rio die Donnerklaue aus. Boah, scheiße, ey. Oh, sieht cool aus. Macht 83 Schaden, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Und gibt alle SP zurück. Naja. Nee, komm. Halt, Momo macht Schutz auf Rio. Und wir machen jetzt mal hier die Frostklaue. Dann kann Nina jetzt auch nicht mehr viel mehr machen. Augenlaser, ei, das sieht böse aus. Ja, scheiß die Wandern, ey. Um Momo mache ich mir da gerade Sorgen. Ach, der hat Rio angegriffen, das ist gut. So. Und dann gucken wir mal, was der Frosthauch anrichtet. Die Frostklaue. Ja, ein bisschen weniger Schaden. Eine Runde haben wir noch. Simon-Zauber. Und jetzt machst du mal mit. Ein bisschen mit Angriffsmagie. So. Sie hat ihre MP verballert. 55, okay. Nächste Runde kriegt Momo ein bisschen Heilung. Ja, definitiv. Okay. Mal gucken, wie das wirkt. Ja, ist auch okay. Gut. Ja, dann war's dann mit der Drachenform. Scheiße. So, gib mal schön der Momo ihr Vitamin. So, du machst jetzt mal ein bisschen mit Schutzzauber. Und danach wird nur noch geknüppelt. Hypnotiz, Hypnotize, hypnotisieren. Oh, optische Täuschung hier. Oh mein Gott. Nina, gut, hat überstanden. Und dann greife ich gleich mal aus Spaß mit Momo normal an. Oh, wunderschön. Alles klar. Abwehr hoch, das ist schön. So, Nina. Warte mal, vielleicht kann die was machen, wo was keine MP kostet. Scheiße. Die muss jetzt mithauen. Aber Ryu muss jetzt auch hauen. 20, okay. Könnte natürlich schlimmer sein, könnte unter 10 sein, der Schaden. Aber dafür ist der Erdbebenschaden hoch.
Wer kriegt den Augenlaser ab? Sieht aus wie Nina. Die ihn abkriegt. Nein! Oh, Gott sei Dank. Du fiese Möpto. Lass bloß die Nina in Ruhe. Die gibt sich jetzt erstmal selber ein Vitamin. Okay, Erdbeben gibt es jetzt nicht. Und Rio greift an. Also der Augenlaser ist böse. Gerade wenn der Nina trifft. Im Leuchtturm ist hier einiges los, ey. Ja, das kann er gerne machen. Das ist nicht so tragisch. Nee, geht eigentlich. Oh, du buffst noch ein bisschen, bis du keine MP mehr hast. Und dann geht es auch in die Angriffsposition über. Der Geyser. So. So machen wir das dann. Ich mache irgendwie trotzdem das Beste da draus, ne? Auch wenn ich hier gefühlt meine gesamten MP abgezogen bekommen habe. So, einmal kriegt Nina gleich noch und dann kann ich gar nichts mehr machen, was Magie angeht. Scheiße, das ist nicht gut. So geht das dann. Oh shit, oh shit. Und dann wieder auf die Nina. Das tut weh. Oh, das tat weh. Ja, da passt ja Vitamin. Sehr gut. Sehr schön. Boah, es gibt keinen Kittekat-Zauber mehr. Langsam könntest du aber mal abnippeln, Kollege. Erhöht die Kraft eines Zieles, ja. Ich glaube, das ist ganz gut für Rio. So machen wir das dann. Dann werden die Kristalle rot. Und das gibt dann auch später so einen Zauber, der gleiche bewirkt quasi. Wunderschön. Jetzt möchte er wieder Nina verwirren. Ich fühle mich hier gerade wie in der Null-Magie-Halle. Oh, Nina ist verwirrt. Aber er haut besser zu. Das ist gut. Ja, passt. Nina kriegt ein Brot. Ach, scheiße. Hätte ich jetzt doch lieber ein Vitamin nehmen müssen. Ach, das wird schon. Das wird schon. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Kampf. Ach ja, stimmt. So machen wir das dann. Muss auf jeden Fall später nochmal einkaufen gehen. Es gibt wieder Schmerz. Tod und Verderben. Oh, Momo hat dann abgekriegt. Teil jetzt endlich aus. Jawohl. Oh, wir haben den besiegt. Das ist sehr schön. Und wir bekommen 2 Level-Ups in dem Part sogar noch. Ja. Das ist sehr schön. Und 1000 Zenny. Jetzt können wir hier vorbeigehen. Aber natürlich, wenn wir erstmal die nötige Heilung einleiten. So, ich mache hier mal ein Save-State, falls wir hier irgendwie platt gemacht werden sollten. Und jetzt gehen wir einmal hier hoch. Das ist auf jeden Fall richtig. Natürlich lassen uns die Viecher bestimmt nicht in Ruhe. Ach, hier sind wir draußen. Ah, da oben ist ein Drachen gehen. Gucke mal. Ach, lass mich doch zum Drachen gehen. Mensch doch. Ich möchte wissen, was ich hier für ein Drachen gehen bekomme. Diese scheiß Vampire. Die hauen doch eh gleich wieder ab. Genau. So muss das gehen. Sehr schön. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass hier ein Drachengehen ist. Ich meine, was haben wir denn hier für eins? Eldritch. Eldritch hört sich irgendwie an wie, ja, wie Eldritch. Der Name einer Yu-Gi-Oh-Karte. So, jetzt betätigen wir den Hebel.
Und dadurch wird dann die Lampe des Leuchtturms eingeschaltet. Ja, das ist dann die Leuchtturmreparatur gewesen, so gesehen. Und was passiert jetzt? Oh, eine Stimme ertönt. Nein! So, warum? Wer ist das? Eine Fee oder was soll das sein? Da kommt ja wie so ein Derwisch angeflogen. Tja, ist schon passiert, würde ich sagen, ne? Schalt den Leuchtturm nicht an. Oh, die Fee kloppt da mit der Keule auf dem Schalter rum. Tja, hättest vielleicht einfach den Schalter umlegen müssen, wenn du den aushaben willst. Jetzt geht das Ding nicht mehr aus, würde ich sagen. Tja, das bist du selber schuld. Aha. Hasse dich, okay. Ja, wie soll man den gut machen, hm? Was bekommen wir denn jetzt hier? Bekommen wir zugeworfen? Ein Feendiadem. Okay, wir haben jetzt eine Belohnung bekommen dafür, dass wir den Leuten Ärger bereiten, den Feen. Ah, und da können wir dann auf den komischen Blumenkreisen, die wir überall auf der Overworld Map sehen können, in die Welt der kleinen Bewohner hier reisen. Ja, ist ja gut. Du meine Güte, ey. Da haben wir die Kacke am Dampfen. Ja, laut den Feen haben wir was falsch gemacht. So. Und was wir falsch gemacht haben, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Allerdings ist es dann, verhält es sich so, dass es dann das letzte Video für das Jahr 2022 gewesen ist. Und damit haben wir doch einen schönen Cliffhanger hier gemacht. Da stimmt mir Momo auch zu. Ja, da würde ich doch einfach mal sagen, ein erfolgreiches Let's Play Jahr 2022 wird hiermit abgeschlossen. Breath of Fire 3 ist jetzt hier das erste Projekt, was ich dann mit ins nächste Jahr nehmen werde. Erste Projekt. Ja, und dann werden wir uns auf jeden Fall im Januar, auch in Kürze nach Neujahr, wiedersehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Ja. Gute Gesundheit und ihr kennt das Spielchen ja auch im neuen Jahr, wird es nicht anders sein. Ne? Kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, nur nicht unanieren, das wollen wir nicht. Bleibt gesund, wascht euch die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis im Jahre 2023. Euer Last Exit 1988. Tschüss.